7 Listen sind in Kufstein zur Gemeinderatswahl angetreten und dementsprechend dauert auch die Verlautbarung des offiziellen Wahlergebnisses. Ausgesprochen erfolgreich ist die Positionierung der Bürgerliste Horst Steiner, die auch eine zufriedenstellende Bilanz ziehen kann. Die Analyse für die Bürgerliste fällt gut aus. Wir haben von unserer Liste her, also der Bürgerliste Horst Steiner, ein Mandat zugelegt, sind drittstärkste Kraft geworden in Kufstein, worüber ich mich ja ganz besonders freue. Und als Bürgermeisterkandidat habe ich mit 1332 Stimmen ein gutes, sehr gutes Ergebnis erreicht. Es hat halt nicht für die Stichwahl gereicht, aber wir sind zufrieden. Für das Team rund um Horst Steiner geht es um ein klares Bekenntnis zur Stadt Kufstein und dementsprechend sind auch die Schwerpunkte im Arbeitsprogramm gestaltet. Die Schwerpunkte der Bürgerliste für die Stadt Kufstein bestehen darin, dass wir sagen, die Position des Stadtamtsdirektors gehört ausgeschrieben. Das bezieht sich jetzt nur darauf, dass wieder mehr Bürgernähe, mehr Menschlichkeit in das Rathaus einziehen kann. Das Zweite ist natürlich der jahrelange Kampf der Spitalskirche um die Erhaltung, wo wir immer eingetreten sind, dass diese Spitalskirche in einen möglichen Neubau der Fachhochschule mit integriert wird. Es geht weiter um das Stadtmarketing, Belebung der Innenstadt, Erhaltung und Sicherung von Geschäftsbetrieben, der Ausbau des Krankenhauses, ganz ein wichtiges Thema, ein möglicher Kindergarten im Ortsteil Weissach, über die Raumordnung vom Kasernenareal noch zu retten, was zu retten ist an Grundflächen. Das sind eigentlich unsere sehr zentralen Themen. 6 Fraktionen sind im Kufsteiner Gemeinderat vertreten, wobei keine Fraktion die Mehrheit hat. Für Horst Steiner ist eine kooperative Zusammenarbeit im Gemeinderat von besonderer Wichtigkeit. Na, die Partnersuche ist so, dass eigentlich nur mit einem Kandidaten dann das Gespräch geführt werden konnte. Dieser Kandidat heißt Bürgermeister Dr. Herbert Marschitz. Und er ist dann der Garant für uns dafür, dass wir unsere Ziele umsetzen können. Wir wollen Verantwortung in Kufstein übernehmen, wir wollen mitarbeiten und wir wollen in Kufstein etwas bewegen. Für die jahrelange Tätigkeit im Gemeinderat und den Einsatz im Interesse der Bürger bedarf es auch entsprechender Motivation. Es ist unsere Heimatstadt und unsere Heimatstadt ist es wert, dass wir dafür eintreten und das ist eine ganz wichtige Sache. Die Menschen, die auf uns zugehen mit Vertrauen, Bürgerinnen und Bürger haben ja viel Vertrauen entgegengebracht mit ihrer Wahl, dass sie uns diese Stärke verliehen haben. Also ich bin glücklich, in Kufstein wohnen zu dürfen. Ich bin glücklich, dass wir für die Menschen arbeiten dürfen und wir wollen das Beste für Kufstein. Jetzt fällt am 28. März in Kufstein bei der Bürgermeisterstichwahl die Entscheidung und nicht nur im Interesse von Horst Steiner, der Startschuss für eine erfolgreiche Arbeit im Interesse Kufsteins.